In der Bundesrepublik hat sich heute die Medienlandschaft verändert. Zum ersten Mal speisten private Anbieter über Satellit ein Fernsehprogramm in die Kabelnetze ein. Das Programm heißt Sat1 und wird im Wesentlichen von Verlagen getragen. Voraussetzung für den Empfang von Sat1 ist neben dem Kabelanschluss auch ein mit einem sogenannten Sonderkanal ausgestattetes Fernsehgerät. Flaggschiff des privaten Satellitenfernsehprogramms ist eine Nachrichtensendung Blick genannt. Sie wird von der Programmgesellschaft Aktuell Pressefernsehen APF in Hamburg produziert. Aufbruchstimmung heute im Studio eines Hamburger Bürohauses. APF, das Aktuell Pressefernsehen, schickt sich an, den Nachrichtenmachern von ARD und ZDF Paroli zu bieten. Premiere heute Mittag 13 Uhr. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zum ersten APF-Blickprogramm mit Nachrichten. Blick heißt die Sendung, die dreimal täglich aus aller Welt berichten will. Im Rahmen des über Kabel eingespeisten privaten Satellitenfernsehens Sat1, dessen Sendezentrale in Ludwigshafen steht. Von dort kommt ein tägliches Vollprogramm mit Spielfilmen, Serien, Shows, Magazinen und natürlich Werbung. Die Nachrichtensäule APF wird getragen von 165 Verlagen, unter denen Springer mit 35% den größten Einzelanteil hält. Das 100-Mann-Team gibt sich selbstbewusst. Den langjährigen Erfahrungen der Öffentlich-Rechtlichen, die heute zum Start kollegial gratulierten, will man mehr Zuschauernähe und Munterkeit entgegensetzen. Locker flockig, vom Studiokater zum Katerfrühstück beispielsweise oder mit mehr Sport, Mode, Freizeitthemen. Empfangen werden kann das Programm erst in rund 160.000 Haushalten. Kabelanschlüsse gibt es weit mehr, aber die technischen oder rundfunkrechtlichen Voraussetzungen wie in Hessen, Nordrhein-Westfalen oder Bremen hinken hinterher. Trotzdem, Pioniergeist, man ist auf Sendung. Hauptausgabe täglich um 21.30 Uhr und dann 45 Minuten lang. Nachrichten mit Show-Elementen. Im APF-Blick-Studio und die Stimme, die wir jetzt hören, gehört... Merken Sie es? Eartha Kitt. Aber zu der sage ich jetzt nichts mehr.